Da sind wir wieder in der Windbreak Happy Fun Time! Ich bin also im Hintergrund mein Bruder Alana. Und wir haben in der letzten Episode diesen alten Mann Orca auf die Fresse gehauen. Irgendwas über 500 Mal inzwischen schon. Weil ich einmal versagt habe. Bei 99! Ja. Wie gesagt, das Ganze kommt jetzt noch einmal 500 Mal. Aber nee. Das wollte ich euch nicht antun. Deswegen habe ich das einfach mal offscreen gemacht. Leider vergessen, das Ganze dann aufzunehmen. Egal. Aha. Unsere Belohnung dafür war, ich habe ein Herzteil bekommen. Verdammtes Herzteil hat das gemacht. Ja, verdammtes Herzteil. Und 150 Rubine. Das ist Bungalow. Ja, ich weiß. Also, dann geht es mal auf. Denn wir haben immer noch nicht alles erledigt. Erledigt auf Orze. Oh, Präludien, wie es auf Deutsch so schön heißt. Alle auf einen Streich. Yes! Es hat in mir schon einen ganz guten Grund, dass ich den Wind nach Westen habe wehen lassen. Leute, die das Spielen kennen, wissen, worum es geht. Hey, was ist mit dir? Potzblitz! Oho, ich glaube, der Kerl weiß was. Unter dieser Steinfratze da hinten, da ganz hinten. Oh Gott, komme ich da wirklich hin? Werde ich jetzt sehen. Aber da müssen wir hin, nach da ganz hinten. Das ist dieser Steinfratze da. Genau unter meinem Blatt. Der ist toll, wirklich. Oder fuck. Und ich falle. Hui. Vorher konnten wir das noch nicht machen, aus dem einfachen Grund. Wir konnten diese Steinfratze nicht heben. Und du glaubst, jetzt hast du die Kraft. Link ist pissed. Boom. Und hier ist ein Loch runter. Hey. Ich bin so überall, das runter, ne? Ja, wenn andere irgendwo runterspringen, tue ich das auch. Du Lemming. Oh, davon sollte ich vielleicht eine mitnehmen. Brauchst du? Ja, wer weiß, ob ich es brauchen werde. Das kann nämlich ganz schön hart werden hier unten. Wenn ich meine hart nicht auf die freundliche Art und Weise. Was ist das denn? Scheiße. Noch nicht hart auf die von Johnson implizierte Art und Weise? Ich weiß nicht mal, welche du meinst. Es ist Johnson, verdammt. Wo ist mein Boomerang? So many keys! Also, das ist... Ja, Besuch Dungeon. Die Sache mit diesem Namen ist die. Er hat verdammt viele Ebenen. Mit verdammt viele meine ich verdammt viele. Es wird eine ganze Weile dauern, hier durchzukommen. Deswegen schnappt euch Popcorn. Und habt Spaß bei dem Massaker. Ich hoffe, dass die Kamera wieder abschneidet. Oh, wehe, der Kamera. Nee, da kann man sich schnell ab. Ja, das ist ganz gut, auch ein paar Sachen zu fahren. Warte jetzt. Hui. Ich glaube, alle 5 oder 10 Ebenen gibt es einen kleinen Zwischenraum. Der aber auch nichts Besonderes ist, das ist halt einfach nur ein Zwischenraum. Gibt ein bisschen Kohle drin, was da ganz gut ist, da ich eine Menge Kohle brauchen werde. Oh, hey, die Viecher. Der!
One Hit KO'd. Yay, weiter geht's. Ja, schnell. Oh. Warte geht's. Hui. Ja, merkt schon, wo das hinführt, oder? Tust du etwa gelangweilt? Ich tue nicht gelangweilt, ich bin gelangweilt. Ja, tut mir leid, dass dieser Part nichts für dich ist. Ich habe ihn nicht entworfen. So, ich ziehe das Ding immer zu früh zurück. Das Massaker geht weiter, auch im Dunkeln. Ha. Oh? Ja, ist das hier so eine Zwischenstation? Kann man ein bisschen auftanken, Geld einsammeln. Wenn man aus dem Dungeon raus möchte, kann man in dieses Licht hineingehen. Ey, das Problem ist, man muss wieder von Anfang anfangen. Glaub ich. Also, keine Garantie darauf. Tatsache ist, wir müssen sowieso weiter runterfallen, von daher. Gosh, shoot them all. Das kann nicht so sein. Guck mal, grüne Schleimer, die von der Decke fallen. Das ist ja so üblich. Au. Stirb, Schleim, stirb. Weiter geht's. Die Teile ist auch noch. Gott. Und den kann man Bokubawa. Wissen Sie noch, Bokubawa sieht. Clown. Damit kann man einen Trank machen, den ich nie gezeigt habe. Ich glaube, das werde ich auch nie tun. Haha. Hooray for Bad Let's Play. Ja, warum werde ich damit getroffen? Weiter geht's. Off to a new adventure. Mehr Goblins. Ich glaube, ich habe zu viel The Third Birthday gespielt. Ich habe gerade versucht, in dem Stil auszuweichen, was in dem Spiel geht, aber nicht bei Version of Zelda. Nee. Holy shit!
Scheiße, sind wir schnell tot. Das Schwert vollkommen aufzubauen, bevor ich jetzt hingegangen bin, war eine ganz gute Idee anscheinend. Diesmal nicht. Und Link interessiert's gar nicht mehr, hat schon so viele Monster umgebracht. Nee. Oh mein Gott, da hat man ja fast gedacht, man kriegt mal wieder ein paar Sachen zugeliefert, weil hier Vasen stehen, aber nein. Befinden sich Gegner. Wie manche Leute von euch wahrscheinlich bemerkt haben, Gegner lassen normal keine Sachen fallen. Warum hält mein Bruder eigentlich die Klappe? Sterbt. Sterbt alle. Kill it. Kill it with fire. Oh, Flying Moss. Alles, was man tun muss, einen Feuerfly schießen. Dope. Und das Viech war mal ein Zwischenboss. Wie tief sie doch gesunken sind. Ah, hey, hier in der Zwischenebene. Darunter auch mal 50 Rubine. Oho. So kriegt man das große Geld. Und tiefer! Let's see how deep the rabbit hole goes. Kannst du überhaupt Zeit für so ein Scheiß? Noch ja. Aber mit dieser neuen Umgebung soll es doch mal schon gewesen sein. Für diese Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von der Windwalk Happy Fun Time! Inzwischen könnte das die 64. Folge oder so sein? Ich glaube schon. Nein? Schade. Egal, wir sehen uns dann nächstes Mal. Ich bin also mit meinem Bruder Adam im Hintergrund. Bis dann.